gehen wir live. Dann hätten wir noch aus dritte Anmeldung Salavi. Salavi, komm doch mal auf die Bühne. Hallo. Wie alt bist du? Ich bin 13. Und von wo kommst du? Aus Zürich. Und nachher, was machst du beruflich? Also hast du vielleicht schon eine Lehre oder bist du noch in der Schule? Ich bin der 20. No. Cool. Und wie bist du drauf gekommen, hier bei diesem Award mitzumachen? Meine Kollegin hat mich will anmelden, weil sie gefunden, dass ich gerne singe. Also sie haben gemerkt, dass ich gerne singe. Ja. Cool. Also dann bitte ich euch alle noch ein bisschen näher zu kommen, 2-3 Schritte gegen vorne, dass es eine bessere Atmosphäre gibt. Und was würdest du für uns jetzt singen? Stay, das hat ja vorher schon jemand gesungen, aber ich habe es oft geübt und singe es auch gerne. Okay, das ist doch ein gutes Lied. Also dann übergebe ich dir jetzt hier mal die Bühne und wünsche dir viel Spass. Danke. All along it was a fever. Cold sweat, hard-headed believer. I threw my hands in the air and said, "Show me something." He said, "If you dare, come a little closer." Round and around and around and around. Go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. It's not much of a life you're living. Oh, it's not just something you take, it's given. Round and around and around. And around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Ooh, the reason I hold on. Ooh, 'cause I need this whole gun. 'Cause funny you're the broken one, but I'm the only. Ist das jetzt dein erstes Mal gewesen, wo du hier öffentlich auftreten bist? Ja. Und wie hat sich das für dich jetzt angefühlt? Nervös, sehr nervös. So, da gibt es noch eine kleine Info zuerst mal. Wer sich jetzt noch freiwillig anmelden will, wer auch noch mitmachen will, darf nachher auch gerne mit mir schnell hinterherkommen wegen der Songauswahl. Und dann würde ich jetzt mal sagen, dass alle jetzt schnell raufkommen sollten, die gesungen haben, und dann übergebe ich das Mikrofon schon schnell am Nick. Latifa, sagt man Latifa oder Latifa? Latifa, gell?
Okay. Also stell mal so in dieser Reihenfolge wieder gesungen. Ich habe mir da nicht so viel aufgeschrieben, weil es natürlich unanständig ist, am Handy zu sein, wenn jemand am Singen ist. Aber ich fange jetzt gleich mal mit dir an, Lou. Ich habe gefunden, du hast einen sehr passenden Song ausgewählt für deine Stimmfarbe. Du hast eine sehr eine smoothe, sanfte Stimme. Ich denke, eine Stimme, die auch sehr gut ankommt im Moment. Was mir auch gut gefallen hat, du hast gesagt, du seist nervös gewesen, aber ich habe das Gefühl gehabt, die Nervosität ist während dem Song verloren gegangen. Also die ist ganz am Anfang, beim Interview hat man gemerkt, willst du jetzt viel sagen, willst du vor allem jetzt einfach singen, und der Spass, den du auch gehabt hast auf der Bühne, hat man gemerkt, das ist gut übergekommen. Und was ich sehr gut gefunden habe, du hast 2-3 Mal so ein bisschen Blickkontakt aufgenommen. Das ist super, mach das mehr, einfach mit den Leuten, die zuschauen, weil damit gibst du auch noch mal ein bisschen mehr Emotionen preis. Genau, also sehr gut. Hast du auch noch etwas zu sagen? Ja, gerade zu dir. Mir hat es auch sehr gefallen. Ich habe das Gefühl, am Anfang hast du dich noch nicht so fest getraut. Am Schluss hast du dann mehr können Emotionen eigentlich wirklich durch deine Stimme zeigen. Du hast mehr Kraft reingebracht. Am Schluss hat es mir wirklich besser gefallen, also am Anfang auch sehr gut gefallen, am Schluss hat es mir noch besser gefallen. Ich bin kein Soundspezialist, ich habe nichts mit Musik zu tun, aber ich denke mal trotzdem, dass irgendwie mein Statement vielleicht ich kann weiterbringen. Gut, also, Latifa, bei dir ist mir am Anfang gerade aufgefallen, du hast eine sehr gute Präsenz, du bist, glaube ich, schon sehr selbstsicher. Vielleicht ist es auch ein bisschen Nervosität, die du überspielt hast mit denen, aber egal was auch immer, es ist so übergekommen, dass du gerne auf dieser Bühne stehst, dass du Bock hast, jetzt zu performen für die Leute, und das ist sehr wichtig. Ich glaube, dass du die Ausstrahlung überbringst, trägt dazu bei, dass eben die Leute dann näher zu der Bühne kommen, wenn sie zuhören, weil die denken, okay, jetzt kommt eine, die glaube etwas drauf hat. Genau, behalte das bei. Dann weiter ist mir auch aufgefallen, du hast die Emotionen vom Song hast du mega, die hat man gemerkt, also dass du der Song, dass dir der viel bedeutet, das ist mega übergekommen, das ist auch schön gewesen, das ist eine Stärke, wenn du das kannst, die Emotionen bündeln und in diesen 3,5 Minuten den Leuten überzugeben, das ist wirklich sackstark. Und genau, schwierige Song, also die Songauswahl ist schwierig, das ist ein sehr schwieriger Song und an dieser Stelle Chapeau, wirklich. Ja, ich kann mich einfach nur anschliessen eigentlich. Du weißt ja, dass du schaffst ja mit mir zusammen. Darum ist es für mich jetzt auch gar nicht so einfach, irgendetwas dazu zu sagen. Mir hat es sehr gefallen. Hat mir wirklich auch gefallen, weil ich kenne ja deine Geschichte mit dem Grossvater. Dass du ihm das immer vorgesungen hast, hat bei mir auch Emotionen ausgelöst. Und ich glaube, bei dir hat es auch sehr viel bedeutet und ja, hat mir sehr gefallen. Danke. Gut, und jetzt, du hast auch schon eine gute Ausstrahlung, finde ich. Du hast auch immer wieder zwischendurch mal gesmiled während dem Singen. Das kommt sympathisch rüber. Ich denke, du hast es natürlich jetzt auch nicht so einfach gehabt, weil du den gleichen Song gewählt hast, wie schon mal gekommen ist. Nichtsdestotrotz habe ich gefunden, hast du es sehr gut gemacht. Du hast schon recht einen guten Ausdruck in deiner Stimme. Ich glaube, du mir merkt, dass du weißt, was du willst, aussagen mit der Stimme oder was du willst machen. Ich denke, bei den längeren Tönen, dort ist ganz wichtig, dass du probierst die Atmung, also dass du wirklich den Bauch runterschnaufst und die Töne lang, also ganz ruhig aushalten. Das ist, wenn man nervös ist, das ist besonders schwierig, weil dann schnauft man da oben. Aber probier dort einfach mal schnell, calm down, und dann singst du da wohl lang und dann kommt er ganz entspannt. Aber es ist sehr, sehr gut. Ja, genau, ich habe auch gefunden, das klingt immer so blöd, ja, ich finde es auch, ich finde auch. Was wirklich cool ist, ist, triffst Töne, habe ich das Gefühl, und das Lied hat auch wahrscheinlich gut zu dir passt. Versuch vielleicht noch ein bisschen mehr Power reinzubringen, ein bisschen mehr Power in die Stimme, aber ich glaube, das kommt mit dem Alter, und ich glaube, du machst da sicher deinen richtigen Weg, es kommt gut, und danke vielmals, sind ihr alle 3 da gewesen. Ja, Applaus bitte nochmal für alle 3!